Ladies and Gentlemen, willkommen zurück. Es ist wieder mal Zeit für Honest Monday. Ich bin Cliff Capatas von Pixelkoma und ich erzähle euch heute etwas über mein neuestes Spielzeug. Herzlich willkommen zurück. Weihnachten ist die Zeit der Geschenke und dementsprechend freue ich mich sehr, dass die Firma BenQ ein kleines Geschenk dagelassen hat. Und klein trifft es da wirklich sehr, sehr gut, denn der neue GV1 Beamer von BenQ ist wirklich mini und mobil und endlich das, was ich die ganze Zeit gesucht habe. Ab und zu halte ich Vorträge in Cafés, in Restaurants oder auch schon mal in Lagerhallen und habe dann natürlich immer das Problem gehabt, dass ich keinen Beamer mitgehabt habe, um irgendwelche Beispielfotos herzuzeigen oder irgendwas zu erklären. Und das Problem ist jetzt gelöst. Dieses winzige kleine Ding funktioniert großartig, hat eine automatische Keystone-Korrektur. Das heißt, man tiltet es an die Wand, projiziert da ein Bild hin und es korrigiert automatisch den Bildausschnitt. Es ist über WLAN ansprechbar bzw. über Bluetooth. Das heißt, ich brauche nicht einmal ein Kabel. Und das Geilste, es ist batteriebetrieben. Es hat eine Laufzeit von 3 Stunden und kann somit wirklich mobil überall eingesetzt werden. Und es ist genau das, was ich immer gesucht habe. Klein, handlich und ohne Kabel. Weiters kann man ganz tolle Sachen machen. Man kann nicht nur einfach vom Computer über Google Cast oder über Apple TV direkt drauf projizieren, sofern man im selben WLAN hängt, sondern man kann das auch vom Handy machen. Das heißt, ich kann meinen Computer das nächste Mal zu Hause lassen, einfach das Handy mithaben und zum Beispiel meine Präsentationen, die bei mir auf Google Drive liegen, direkt über Google Cast über dieses Ding an die Wand projizieren. Das heißt, das hier ist alles, was ich in Zukunft mitbrauche zum Unterrichten. Zusätzlich habe ich noch ein paar Ideen, wie man das Ding auch für Fotoshootings einsetzen kann. Dazu gibt es demnächst mehr. Und es gibt eine handliche Fernbedienung, damit man das Ding auch bedienen kann, weil man kann direkt auf dem Gerät Sachen, Apps installieren, wie zum Beispiel Netflix oder Spotify oder sonstige Apps, die man kennt, kann dann hier alles drüber steuern und kann zum Beispiel die Gartenparty damit beschallen, weil es natürlich auch als Boombox gut funktioniert. Fazit, ganz ehrlich, das Ding ist großartig. Ja? Es ist handlich, es ist klein, es ist batteriebetrieben, es ist kabellos, man kann wireless überall alles hinkasten. Und für alle, die öfter unterwegs sind und einen Projektor brauchen, das perfekte Gerät. Zusätzlich, es ist eigentlich sogar sehr leistbar, also sehr, sehr kostengünstig. Schaut es einfach unten mal beim Link nach. Da könnt ihr euch die weiteren Specs auch anschauen, was Lumen und Größe und Auflösung betrifft. Für normale Tätigkeiten, alles was Bürobereich betrifft, vollkommen ausreichend. Und 2 Thumbs Up from Pixelkoma. Ladies and Gentlemen, schön, dass ihr auch im neuen Jahrzehnt dabei seid. Es hat mich sehr gefreut, dass ihr eingeschaltet habt. Und wie immer, nicht vergessen, zuschauen, abonnieren, liken. Wir sehen uns wieder. Schrammel, 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 schrammel! Ist da schon Wodka drin? Ich kann es noch nicht haben. So, das ist das international anerkannte Zeichen für es geht los. Das ist das international anerkannte Zeichen für es geht los. Oh Gott, ich habe vergessen, wie lustig das heißt. Mic check, 1, 2, how are you doing? Welcome back, it's been ages, we missed you. Irgendwas stimmt da nicht. Irgendwas stinkt hier nicht? So, bisschen höher noch? Noch höher? Tiefer. Tiefer. Höher. Höher. Sieht man meinen Pixel kommen? Nein. So nicht? Weißt du, dass weil du zurückschieben musst dann zu dir? Wohin? Ja, zu dir! Wie nah bist denn du reingesummt? Und sieht man jetzt nur noch meine Nase an, oder was? Ich wohne in einer ganz kleinen Welt, in einer tiny, tiny Frame. Ist er mir groß? Nein. Jetzt schlumpf nicht so. Gerader wird's nicht. Ist denn der Herr von und zu fertig? Ich wäre bereit. Bist du bereit? Ja, denk du. War das okay? Wo ist er schon fertig? Wo ist er schon fertig? Da muss ich mein Sätzchen sagen. Hier? Seid ihr alle da? Ladies and Gentlemen, schön, dass ihr auch im neuen Jahrtausend wieder bei mir dabei seid. Nee, wir haben ein Jahrzehnt, sagt meine Frau, weil die weiß das immer besser. Also, Ladies and Gentlemen, meine Frau bringt mich um. Ich habe Lachasthma. Darf ich lachen? Und wie immer, vorher schnipsen. Und wie immer, es ist schön wie immer, immer. Mitarbeitermotivation kann ich. Weißt du was? Such dir jemanden, dem es wurscht ist. Vielleicht jemand, der es kann, ha? Ach, ja.